Moin Leute, Kolas hier. Willkommen zurück zu No Man's Sky Hardcore Paradise Run Season 2, Part Nummer 36. Das heißt, heute geht's los, Basisbau auf dem einen Planeten. Ich hab's Wächterraumschiff jetzt schon mal ein bisschen ausstaffiert. Alle Slots erstmal soweit voll gemacht. Ich muss es auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern, also eine untere Reihe muss ich komplett noch adaptieren. Aber ist, glaube ich, schon mal soweit solide. Der Damage gefällt mir noch nicht ganz so gut, ehrlicherweise. Ich muss mal gucken, bisher sind die ganzen Werte noch nicht so ganz gut gerollt. Ich weiß nicht, eventuell sollte ich auf S-Upgrades erstmal schwenken, weil ich bisher noch nicht so ultra viel Luck hatte. Mit den Illegalen, aber mal schauen. Obwohl, trotzdem, der Style gefällt mir doch ein bisschen besser, als ich erst anfangs dachte von dem Wächterraumschiff. Also, wenn man es sich so nochmal genauer anguckt, gefällt es mir eigentlich schon ganz gut. Hat eine gute Breite, gute Höhe, sieht von vorne auch recht gut aus, ein bisschen böser so. Also an sich not bad. So, was wir noch vorher machen müssen, bevor wir mit Basisbau anfangen, ist einmal auf unseren Piratenfrachter zurück. Und dann heißt es erstmal die Expedition nochmal wegzuschicken. Drei davon habe ich am Laufen. Die anderen müssen auch noch los. Okay, zwei sind schon wieder zurück, aber die lasse ich erstmal da. Zusätzlich habe ich noch ein paar geborgene Fregatte-Module bekommen. Damit können wir hier den Rest auch noch einmal freischalten. Und jetzt schicken wir erstmal die Sachen einmal weg. So, eine Handelsexpedition schicken wir auf jeden Fall noch einmal los. So, wunderbar. Wie man sieht, habe ich auch 73.000 Naniten schon wieder. Es hat sich jetzt schon sehr gelohnt overall, muss man sagen. Mit den Piratenschiff-Upgrades. Also mit den illegalen Upgrades das Ganze zu machen. Man verliert zwar ein paar Millionen dadurch, aber man bekommt vergleichsweise sehr viele Naniten. Also overall alles in allem eine sehr, sehr gute Sache und für einen Hardcore-Permadeath-Run auf jeden Fall das Sinnigste. Und jetzt heißt es dann einmal noch ein paar geborgene Daten sammeln und die Basis aufbauen. Wir müssen erstmal zur Raumstation mit Bay. Die muss ich nur erstmal gerade finden. Ich bin ja ein bisschen mehr rumgekommen in der Zeit. Ja, so weit war das aber nicht zurück. Also es muss eigentlich irgendwo... hier sein, ist es aber irgendwie nicht. Finde ich jetzt echt die Raumstation nicht mehr.
Sarapu war es auf jeden Fall nicht. Verdammt. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Ich habe da, glaube ich, auch noch keiner. Ah, da hatte ich keine Basis gemacht. Es ist alles doppelt doof jetzt. Okay. Heißt, ich muss mir das einmal hier raussuchen. Da, Bikri war das, ne? Jawohl. Bikri, und dann müssen wir mal gucken, ob wir von da... irgendwie da hinkommen. Ich habe ja einen Wegpunkt gemacht. So, ich glaube, es war nicht ultra weit weg. Aber es war schon weiter weg. Trotzdem erstmal finden. Schwierig. Ich hätte mich nicht so weit davon wegbewegen dürfen. Vor allen Dingen. Es gibt keine Route dahin, was mich ein bisschen wundert. Und da weiß ich nicht, warum nicht. Es ist auf jeden Fall in dieser Dimension. Macht es auf jeden Fall das Ganze einiges schwerer jetzt. Ah, hier war ich auf jeden Fall schon. Ah, hier. Und da haben wir es doch. Und Gott sei Dank haben wir genügend Warp-Antrieb, dass wir da hinspringen können. Und vor allen Dingen gleich mit dem Frachter, was halt eine ganz angenehme Sache ist. Ein bisschen suchen gehört halt dazu. Ich hätte gerade schon ein bisschen Sorge, dass ich es nicht mehr finde. Aber im Zweifel einfach da folgen, wo irgendwie Zeug ist. So, das heißt erstmal Wächter Raumschiff. Einsteigen und hey ho, let's go. So, denn wir wollen da unten hin. Den Planeten fanden wir auf jeden Fall ziemlich cool. Beziehungsweise ich. Deshalb Plan ist jetzt einmal auf dem Boden zu landen. Dann einmal kurz Ausschau zu halten nach Strom-Hotspot. Und ansonsten heißt es Roma und
Solange wir keinen Strom-Hotspot finden, der cool ist. Oh, wait, what? Da ist ein Grab. Okay. Gucken wir uns mal die interessanten Sachen auf dem Weg an. Oh, nee. Nee, danke. Oh, scheiße. Echt? Exo. Fahrzeug ist schon wieder leer. Unbekannten Grab nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Bringt alles Echo-Samen, die wir theoretisch erstmal ein bisschen anderweitig dann später noch verwenden können. Beziehungsweise Erinnerungsfragmente. Echo-Samen waren ja auf Dissonanzplaneten, habe ich mich ein bisschen versprochen. Da haben wir. Dann boosten wir erstmal ein bisschen rum. Aber so von der Optik her kann der Planet halt auch echt einiges, muss man sagen, ne? Da war es. Ah, ich bin zu schnell. Hier. Ein C-Strom-Hotspot. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Oh, echt? Hier ist sonst nichts. Das Weekend-Wort für Piraten. Und die Base wird overall eine der größten, wenn nicht sogar die größte. Ich habe auf jeden Fall ein paar, ich sage mal, nette Ideen dafür. Ich will mich kreativ da noch ein bisschen austoben. Und die Basis wird vergleichsweise sehr lange dauern im Aufbau. Wird natürlich auch wieder dann publik gemacht von genauen Koordinaten. Das heißt, wenn ihr dann Bock habt und auch im Hardcore-Modus spielt, beziehungsweise Permadeath-Modus müsst ihr spielen, dann könnt ihr euch gerne daneben ansiedeln. Heißt aber, bis auf, dass ich mal bei euren Basen vorbeikomme, wird dann nicht viel passieren, weil Hardcore Permadeath Run bleibt weiterhin ein Solo-Projekt. Aber eure Basen werde ich definitiv dann mal besuchen und mir mal genauer anschauen. Kann nicht wahr sein, dass hier nichts ist. Oh, ich liebe das mit dem Boosten, ne? Das macht so Spaß. Einmal Hardcore driften. Da ist nichts. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Kein Hotspot. Okay, dann fahre ich erstmal weiter. Ich glaube, ich fahre mal Richtung Asteroidengürtel. Dann gucken wir von da aus nochmal. Im Optimalfall, also ich sag mal, der große Vorteil von diesem Planet, hier ist nicht allzu viel Terrain, was irgendwie stören würde. Hier hat man relativ viele flache Ecken, was schon mal ganz geil ist. Strom-Hotspot kann theoretisch auch nochmal ein bisschen weg sein. A-Hotspot ist tendenziell schon mal jetzt nicht so schlecht. Gut, Hilfe.
Na komm. Oh. Einmal hoch. Einzige Problem ist, hier die Ecke gefällt mir überhaupt nicht. Und das ist übrigens auch noch ein sehr witziger Bug mit dem Terrain Manipulator. Muss man halt einmal schlagen, dann ist es weg. Aber ja. Erstmal heißt es noch ein bisschen Module farmen und nochmal ein bisschen. Beziehungsweise Daten farmen und nochmal ein bisschen gucken. Unterwegs nehmen wir schon mal ein bisschen Ferrit mit. Ganz soweit. Wo ist er? Da. Schön. Hier ist kein Hotspot. Dann heißt einmal ein bisschen weiter Richtung Asteroidengürtel. Plan ist, wie gesagt, halt auf jeden Fall, dass wir auch schon mal anfangen mit der Basis. Anfangen heißt erstmal ein Grundgerüst machen. Ich werde das wahrscheinlich trotzdem ähnlich machen. So eine Art Hub mit Landungsplätzen erstmal. Und das dann immer ein bisschen krasser erweitern. Oh Gott. Ah, ich werde geentert hier. Okay, ist es weg. Wo sind die Scheibenwischer, wenn man sie braucht? So, gucken wir mal hier. In die Richtung geschnischt. Ach komm. Ja, ich bin zu nah gewesen. C-Hotspot. Warum möchte ich ausgerechnet einen Hotspot daneben? Ganz einfach, weil es overall effizienter ist, mit Strom-Hotspots zu arbeiten. Ein A würde ich schon nehmen, aber wie gesagt, der letzte, der lag einfach, war einfach von der Position nicht so nice, dass ich gesagt hätte, jo, nehmen wir. Ah, da ist noch was. Na komm. Fahr dran vorbei. Danke. Irgendwo in die Richtung wird. Nö. Dann geht's weiter Richtung Hotspot, beziehungsweise Gürtel erstmal. Da. Oh Gott. Das nehmen wir mit. Okay, wir haben ein neues Gebiet hier entdeckt. Datenstrukturen, auch nett. Kein Hotspot. Jetzt ist es aber auch tags. Ressourcenlager.
Okay, da ist aber nur Müll drin. Ja, was heißt nur Müll? Für mich jetzt nicht so interessante Sachen. Sagen wir es mal so. Sind wir mal nicht ganz so böse. Man muss auch mal das zu schätzen wissen, was No Man's Sky eingibt. Ich meine, No Man's Sky war wieder ja super gnädig mit dem Wächterraumschiff, muss man einfach so sagen. Einfach ein S-Klasse-Raumschiff. Ist halt vom Werten her nicht perfekt gerollt, aber okay. Die Slots sind auch okay. Gibt auf jeden Fall Besseres. Aber gibt auch weitaus Schlechteres. Also von daher lübt. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Also ein C-Klasse Ding. Das ist mir zu wenig. Aber hier unten ist eine super große, relativ ebene Fläche. Wenn da ein A-Strom-Hotspot in der Nähe wäre, ist das auf jeden Fall die Ecke, wo wir die Basis bauen. Weil das würde ziemlich in das reinpassen, was ich ungefähr vorhab. Was ist das denn? Eine findungsfähige Pflanze, ja. Okay. Whatever. Ja, das ist echt super eben hier, ne? Das gefällt mir schon sehr. Direkt vor uns ein Modul. Das Gute ist, wir brauchen uns gar nicht stressen. Solange wir hier Module zwischendurch finden und dann doch nochmal was zum Gucken haben, ist alles fein. Einfach zwischendurch ein bisschen in die Umgebung gucken, ansonsten bisschen rumfahren, immer weiter Richtung Asteroidengürtel. Oh Gott. Da hat was nicht richtig gerendert. Ah, okay. Auch gut. Ein bisschen off gewesen. Ah, zurückfahren will ich da jetzt nicht unbedingt. Da ist ein Handelsposten. Da könnten wir tatsächlich einmal kurz eben hin. Einmal kurz schauen, was es hier so gibt. Na, ich kann auch direkt runterfahren, ne? Das ist ein bisschen besser. Hallo. Ah, Reisende sind hier, okay. Auch interessant. Kupferpyrit. Ja. Auch alles eher nicht so interessant. Das einzige, was ich schon mal hole, sind so, sagen wir, 30 Metallplatten. Ah, ich würde sagen 30 Metallplatten, oder? Dürfte erstmal reichen. Zwei Reisende auf jeden Fall. Oh Gott. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas. Innord-Enklave. Ich meine, auf dem Berg hätte halt auch ein bisschen was. Vorausgesetzt, der Berg ist ein bisschen ebener. Ich meine, das, warum gerade dieser Planet?
meine, mal abgesehen davon, dass der sehr gnädig ist mit den Temperaturen, also Gefahrenschutz wird hier nicht so groß geschrieben. Man kann hier sehr easy drauf rumreisen. Der hat halt echt viele Vorteile, um eine chillige Basis zu haben. Und vor allen Dingen richtig geile... Oh, S-Strom-Hotspot, okay. Wir machen zu... Ja, wobei... 200 in die Richtung. S-Strom-Hotspot ist natürlich... mega jetzt. Ah, das ist in der Senke hier drin. Ah, ne. Hier, Ingo. Okay, hier ist ein S-Strom-Hotspot. Mit sogar 100%. Das ist richtig big. Okay. Ja, also Roma holen wir einmal direkt hier so hin. Damit wir uns das nochmal markieren. Da in der Senke möchte ich eher nicht. Aber da auf der Fläche maybe? Passt das von der Distanz her? Ja doch, das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Das heißt, theoretisch können wir hier den Basiscomputer hinbauen und den machen wir natürlich in der besten Farbe ever. S-Strom-Hotspot in der Nähe ist halt schon richtig insane gut und super geeignet, muss man echt sagen. So, das heißt, wir bauen auf jeden Fall als allererstes nicht eine quadratische Tiefseekammer, sondern... Ich bin gerade doof. Wo ist er? Oh, wait. Ich hab den da gar nicht. Okay, das ist ja scheiße. Okay. Tja, jetzt ist die Frage... Also ich habe mich ehrlicherweise in einer Art von einem Community-Mitglied ein bisschen inspirieren lassen. Ich möchte das nur noch ein bisschen, ich sag mal, graziler gestalten. Aber ich will das nicht unbedingt spoilern. Ne, pass auf, dann machen wir das einmal anders. Dann improvisiere ich das Ganze einmal kurz. Auch wenn wir es gerade erst einmal kurz ein bisschen improvisieren, heißt das natürlich trotzdem, dass es erstmal gut aussehen muss. Batterien. Vier Batterien reichen eigentlich erstmal. Und dann brauchen wir jetzt einmal den hier.
So, wir wollen ja möglichst viel abgreifen. Das heißt 6, 7, 8, 7, 8, 7, 9. Ja? Hier ist 9. Wo ist 100? Komm, einmal 100%. Das ist halt so eine kleine Scheißarbeit, ne? Okay, ich befürchte, wir müssen uns erstmal mit 99 zufrieden geben. So, dann markieren wir uns das nämlich und sagen dann einfach sehr gut. So, und jetzt verbinden wir den ganzen Bums. Das ist halt auch noch eine Sache, wo ich echt hoffe, dass sie das bei Light No Fire besser hinkriegen mit dem Verbinden. Das ist teilweise ein bisschen sehr tricky. So. Ja, das produziert ultra viel schon mal. Und dadurch, dass wir hier nämlich so ein Gebäude haben, gucken wir mal. 2631 KP verfügbar. Ist halt insane. Und dann guck mal, wie schnell das lädt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr lange ausreichen. Jetzt am Anfang ist es auf jeden Fall noch nicht so wild. Wenn das ein bisschen blöde aussieht. Ich möchte auf jeden Fall einiges jetzt machen. Wir fangen auf jeden Fall mit einer Sache an. Ich muss nur noch überlegen, wo. Und dafür muss ich mir das Ganze einmal kurz von oben angucken. Und deshalb nehmen wir da einmal die Baukamera. Und sagen schon mal... Nämlich Legierungsboden. Wie viel kann ich davon machen? 45. Naja, doch, eigentlich schon, ne? Eigentlich möchte ich das hier mitmachen. So, jetzt gucken wir uns das nämlich einmal kurz von oben an. Also, da hinten haben wir unser Energiefeld. Hier, irgendwo hier in der Ecke, kommt dann Sache Nummer 1 hin.
Das Hauptgebäude will ich auf jeden Fall eher in der Nähe von der Bubble da haben. Die Frage ist, wo setze ich das andere Teil hin, was ich möchte? Maybe hier, wo es so ein bisschen schon bergab geht? Oder ist das doof? Da ist die große Bubble. Ja, eigentlich möchte ich hier so das Hauptgebäude machen. Dann könnte ich aber hier... Reicht das? Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht für das, was ich vorhabe. Aber das muss auf jeden Fall aus Legierungselementen bestehen, weil dann sieht das ein bisschen schicker aus. Das könnte reichen. Oder noch ein weiter. Ich glaube noch ein weiter nach vorne. So, das reicht erstmal. Ja, doch, das sieht vom Platz auch gut aus und könnte ausreichen. Eventuell muss ich das noch adaptieren. Also ich werde auf jeden Fall jetzt auch einige Sachen offscreen machen, damit ihr eben nicht alles mitbekommt. Ich weiß, es ist ein bisschen fies, aber es soll ja auch kind of Überraschung werden. Und da ich sowieso noch am Vorproduzieren bin, unten links seht ihr die Koordinaten. Portalkoordinaten, das heißt, wenn ihr im Hardcore-Modus spielt und hier in der Nähe hinziehen wollt, bitteschön, viel Spaß dabei. Und eventuell werde ich dann in den darauf folgenden Parts mal eine größere Tour da machen. Ich muss aber mal gucken, wie viel ich noch vorproduziere und wie lange das ausreicht und alles, weil wie gesagt, privat strukturiert sich gerade sehr viel um. So. Da haben wir dann Fläche Nummer 1. Dann. Ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Holzfan. Deshalb werde ich auf jeden Fall Holz nehmen. Und ich würde es halt nicht übertreiben mit der Ecke. So, die Frage ist, will ich das bündig haben oder will ich das nicht bündig haben? Ich glaube, ich fange da so an. Es gibt ein paar, die können wahrscheinlich schon erahnen, was ich so im Groben vorhab. Achso, das ist fast ein bisschen zu close, ne?
Das ist zu close. Ich muss das ein bisschen an die Seite adaptieren. Die Sachen müssen weg. Sonst ist das zu übel. Und dann ist die Frage, nach da oder nach da? Eigentlich nach da. So, ich glaube, das ist von der Größe gut. Ja, sieht gut aus. Dass da ein bisschen Abhang ist, ist kein Problem. Ich brauche nur hier eine relativ ebene Fläche. Ah, das geht aber. Okay, das geht. Und dann mache ich das so. Okay, dann mache ich in einer anderen Farbe. Ach, nehmen wir mal das. Die Frage ist eher hier. Ja, why not? Warum nicht hier? Hier noch was hin. Das sollte ausreichen. Das ist sogar fast schon zu groß, oder? Ich lasse es erstmal so. Im Zweifel kann ich es noch verkleinern. Dann bräuchte ich noch was für die andere Ecke. Das habe ich aber noch nicht. Das muss ich noch freischalten. Okay. So. So, dann packen wir das nämlich alles schon mal einmal jetzt hier hin. Ja, das sieht sehr gut aus. So in der Art wollte ich das auf jeden Fall haben. Oh, ich glaube, das wird... Also, ich muss sagen, ihr werdet wahrscheinlich ein Part sehen, wo es schon mal ansatzweise Gestalt annimmt. Aber ich glaube, das wird ein... mega geiler Fortschritt und ich hoffe auch mal, dass nichts passiert, dass ich irgendwie den Spielstand verliere oder ähnliches. Das wäre dann echt bitter, aber ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig geil. Ich werde mich auf jeden Fall sehr austoben und muss ultra viele Ressourcen sammeln. Guti, aber für diese Folge mit dem quasi kleinen Spoiler, war's das? Achso, nee, wait, noch nicht ganz. Das Wichtigste schon fast vergessen. Wir müssen das natürlich schon mal umbenennen. Und wir nehmen da Hardcore Community YouTube das. Und dann für euch natürlich. Achso, warte mal. Erstmal Season 2. 36. So benennen wir das Ganze. Machen einmal einen neuen Screenshot. Eigentlich muss ich von der anderen Seite, ne? Aber kriege ich so vielleicht alles drauf. Ja, nehmen wir das erstmal. Und dann würde ich sagen, was? Das erstmal für die Folge. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen wunderschönen Rest der Woche. Bis denne, adios und ciao.